Ja, wer oder was ist Kathmandu? Kathmandu, du brauchst nicht googeln, ist die Hauptstadt von Nepal im Himalaya. Ich zeige dir in dieser Folge, wie man einen wunderbaren Himalaya-Sherpa-Topf herstellt. Ganz feine Sache und ganz andere Gewürze als in den Eintöpfen, die du bisher gemacht hast. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Einen Kathmandu-Sherpa-Topf herzustellen ist ganz einfach. Du brauchst auch nicht viele Zutaten. Du brauchst Mais, etwas Spinat. An Gewürzen brauchen wir Pfeffer, Cayenne, Kumin, Ingwer. Hier haben wir noch Koriander, Kurkuma, Salz, Lorbeer, natürlich Knoblauch, Zwiebel, ein Kohlrabi, Wasser nachher, etwas Öl und natürlich ein schönes Stück Fleisch. Ich habe hier einen Rinderbug. Fangen wir an mit den Vorbereitungen. Den geschälten Kohlrabi, etwas eine gerade Fläche herstellen. Und dann anfangen, ihn in, naja, so 8 mm Scheiben zu schneiden. Dann ihn in 8 mm Streifen schneiden. Ist auch nicht schlimm, wenn es ein Zentimeter ist, so genau muss es nicht sein. Drehen und in der Mitte nochmal halbieren. Vom Maiskolben die ganzen Kerne abschneiden. Das Fleisch nehmen. Wie gesagt, ich habe hier einen Rinderbug genommen. Wem das nicht ausgefallen genug ist, der kann sich natürlich auch eine Kaschmirziege beschaffen oder vielleicht funktioniert sogar ein norwegischer Bergtroll. Dann nehmen wir das Fleisch, schneiden so in 4 cm dicke Scheiben. Diese Scheiben dann nochmal halbieren und davon schneiden wir nachher Stücke, die in etwa so aussehen, naja, ein bisschen schmäler als sie dick sind, 2 cm dann, und so verarbeiten wir das ganze Fleisch. Ist dann alles vorbereitet, die ganz genauen Zutaten und alle Tipps und Tricks findest du wie immer auf dem Blog. Wenn alles aber gut vorbereitet ist, dann gehen wir jetzt an den Topf. Ein paar Kohlestücke nehmen. So einfach ein bisschen verteilen. Die Menge spielt keine Rolle, einfach ein paar Stück drunter. Den Dutch Oven drauf und vorheizen. Ist der Topf dann etwas erwärmt? Ein bisschen Öl einfüllen und die Zwiebeln dazugeben. Sind die Zwiebeln dann glasig? Die müssen also keine Farbe nehmen. Einfach so, dass sie ein bisschen durchsichtig werden. Das Fleisch dazugeben. Und ebenfalls kurz mit anbraten. Am Anfang wird erstmal ordentlich Bratensaft entstehen. Schöpf den bloß nicht ab. Ja? Lass den komplett verkochen. Und letztlich fängt es dann auch irgendwann mal an zu braten. Ist dann der Bratensaft nahezu ganz weg, ist es Zeit, die Gewürze reinzumachen. Ich tue die gern noch mal ein bisschen mit anbraten. Einfach ein bisschen durchrühren. Und schon kommt ein sehr exotischer Geruch, ein leckerer. So, dann ist es Zeit, den Spinat dazu zu geben. Den Mais.
den Kohlrabi. Natürlich den Knoblauch. Lorbeer und einmal gut durchrühren. Ja, im Himalaya nimmt man dann zwei Hände Schnee. Meiner ist leider aufgetaut. Deswegen gieße ich den jetzt mal so rein. Noch einmal gut durchmischen. Deckel drauf. Und 45 Minuten garen lassen. Nach 45 Minuten hervorragend. Da sollte dein Kathmandu Sherpa Topf einfach fertig sein. Das heißt, Zeit zu essen. Guten Appetit. Ja, so schwer war es jetzt nicht. Einfach mal den Mut haben, ein paar andere Zutaten zu nehmen, um ein ganz tolles Produkt herzustellen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Geh auf den Blog, hol dir das Rezept, Tipps, weitere Anregungen, alles, was mir nach dem Film immer noch einfällt, schreibe ich dort. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei deinem Kathmandu Sherpa Eintopf.